Ja, nice. Haben wir nochmal was anderes gefunden. Jetzt erstmal wieder zum Anlegen fahren. Hier ist schon wieder so ein Viech. Das wollen wir möglichst nicht fighten. Können wir ja auch gar nicht. So, Fischmarkt, Nachtschwingenwels, den brauchen wir glaube ich auch nicht. Oder? Nee, ich meine nicht. Zwillingsaale, auch nicht. So, verkaufen wir alles. Dann kaufe ich mir mal 2 Körbe. So. Und natürlich wieder eine Sprengladung, die brauchen wir auch wieder. Dann schlafen wir einmal. Bringen einmal die Körbe aus. Wenige, sagt er hier. Warum denn wenige? So mitten am Rand. Ah, hier sind viele. Oh ne, jetzt haben wir es glaube ich da reingemacht, wo wenige sind. Weiß auch nicht, ob das so schlau ist, die direkt nebeneinander zu machen, aber... Naja. So, da ist wieder das Vieh. Ich habe immer noch keine Ahnung, was es mit dem Viech auf sich hat. Auf jeden Fall nicht nett. So viel können wir schon mal festhalten. Weiß ehrlich gesagt gar nicht, ob ich hier schon mal war. Nur jetzt greifen die Pilze einen auch an. Was ist das denn? Das ist ja richtig mies. Das ist ja richtig schwer hier, ey. So, Planken. Nehmen wir mit. Hä, aber wieso sind wir denn jetzt auch so verrückt? Weil wir haben ja eigentlich erst geschlafen, ne? Oder machen das die Pilze mit einem, dass man da nicht durchfahren darf? Das könnte natürlich auch sein, durchaus. So, ein paar Planken. Was haben wir hier noch? Schmuck. Ein bisschen Schmuck muss sein, dann ist die Welt voll Sonnenschein. Hier sind wieder die gleichen Fische, glaube ich, die kennen wir schon. Ja, das sind diese Hechte. Ich glaube, alle Fische am Tag, die es hier gibt, kennen wir jetzt mittlerweile. Oder? Was ist das hier? Das glaube ich, kennen wir auch schon, ne? Ja. Riffbarsch. Die kennen wir alle schon tatsächlich. Ja, gut. Und ich höre schon wieder Dinge, die ich nicht hören will. Und diese Pilze, die machen mich auch sehr nervös. Aber wie kommt man denn hier? Kann man hier irgendwie anlegen? Oder wie kommt man darüber? Hab ich auch noch nicht so ganz verstanden. Hier haben wir noch was zum Wegspringen. Das machen wir auch gleich mal. Und BAM! Nice. Ja, die Fische kennen wir alle schon. Und der Wahnsinn, er kickt wieder rein hier. Diese Geräusche, Alter, das ist so krank. Es ist wirklich krank.
Ah, hier sind ja auch so komische Schilder und so. Ich weiß gar nicht, was es mit dem Ganzen auf sich hat. Das Wrack eines alten Kampfflugzeugs liegt tief im Sand vergraben. Du ziehst es näher heran. Dann gucken wir mal rein. Oh, noch ein Forschungsteil. Ein Dogtag und ein Goldring. Nice. So, ich würde sagen, wir machen jetzt mal Folgendes. Wir benutzen jetzt unsere Manifestation. Weil ich möchte jetzt einmal, dass wir unseren ganzen Schmuck verkaufen. Und jetzt sind wir quasi schon in der Nähe, können einmal schlafen gehen, weil es kriegt wieder der Wahnsinn sonst. So, einmal schlafen. Ach, ist das gemütlich. So. Dann haben wir noch zwei Forschungsteile, die stecken wir wieder hier in den Motor. Dann einmal wieder los. Und dann fahren wir rüber nach Kleinmark. Ja, den Hai kennen wir ja schon. Hier liegen noch Teile rum, die nehmen wir mit. Ein paar Planken wieder. Wobei, ich glaube, wir haben auch schon wieder eigentlich genug. Eine können wir noch mitnehmen. Dann legen wir einmal an. Verkaufen unseren ganzen Schmuck. Und im Lager haben wir auch noch was. Einmal das, einmal das, einmal das. Jawohl. Okay, gut. Haben wir das auch erledigt? Perfekt. So, dann müssen wir noch mal gucken wegen den Quests. Die Fische muss ich auch noch verkaufen. Nehmen wir hier noch mal so ein paar Aale mit. Auf dem Weg. Oder einen in dem Fall. Und dann müssen wir halt oben auch noch mal gucken, dass wir dann in die Krabbenkörbe da reingucken. Weil vielleicht haben wir jetzt die Krabbe, die wir brauchen. Für die eine Quest. Aber da müssen wir erstmal wieder gleich hochdüsen. Das dauert immer ein bisschen. So, Fischhändler. Einmal alles verkaufen, das ins Lager. Dann können wir noch einmal zur Werft, zur Schiffsbauerin, einmal unser Schiff reparieren. Perfekt. Dann würde ich jetzt mal sagen, dass wir unser Licht vielleicht auch mal ein bisschen ausbauen noch. Aber Licht haben wir hier gar nicht drin. Wir haben schon Licht ausgebaut aktuell. Ein Motorenplatz oder zwei Netzplätze. Ja, wir nehmen mal die Netzplätze noch. Bauen wir das einmal aus. Die Sachen dafür haben wir ja noch. So, zack. Haben wir noch zwei zusätzliche Netzplätze. Wobei, hä, hat das überhaupt was gebracht? Hier ist ja nur einer. Hier kam ja jetzt nur einer dazu, oder? Oder waren das diese hier? Könnten auch diese hier sein. Warte mal, wenn ich jetzt das hier einmal ausbaue und das dahin mache, dann können wir ja sogar noch ein Schleppnetz wieder mitnehmen. Ja, geil. Machen wir das doch. Bauen wir das noch ein. Frage ist, konnte man jetzt auch noch andere Schleppnetze kaufen? Ja, es war nur dieses eine. Kann man die eigentlich auch entwickeln? Ja, Netze hier, Tatsache. Das haben wir zum Beispiel auch noch gar nicht gemacht.
mit den Körben ebenfalls, haben wir bisher auch sehr wenig gemacht. Na ja, gut, dann, wobei es ist abends, dann schlafen wir einmal. Müde, müde. So. Ablegen, jawohl. Und dann fahren wir einmal Richtung Windstrang wieder hoch. Und holen da unsere Krabben ab. So der Plan. Einmal mit Vollspeed. Hier bei diesen kleinen Inseln war ich, glaube ich, schon, ja. Ist die Frage, ob wir da noch irgendwas nicht geangelt haben. Aber damals die Sachen noch nicht hatten. Ach ja, hier war doch dieses Kurierschiff. Ja, ja, genau. So, einmal rüber. Ja, hier auf dem Weg sind wirklich wenig Fische, ne? Zum Angeln. Wirklich sehr wenig. So, da vorne ist die Händlerin. Und hier links müssten irgendwo unsere Krabbendinger sein. Unsere Krabbenkörbe. Es ist auch immer so neblig hier. Du siehst halt auch nichts. So, Krabbenkorb Nummer 1. Jawohl, hier sind sie doch. Die brauchen wir doch. So, das ist der eine. In dem anderen hier müsste noch was drin sein. Gib mir den anderen. Jawohl, hier sind auch welche. Alles nehmen. Oh fuck, wir werden wieder angegriffen. Wow. Ich hasse diese Viecher, ey. Was kann man denn gegen die machen, ey? Und wer wollte jetzt diese Krabbe nochmal haben? Das war, glaube ich, wieder diese... Diese Figur da bei der Insel, ne? Das heißt, wir behalten eine, verkaufen die restlichen. So, verkaufen. Eine behalten. Zack. Und wir haben 2149 Dollar. Das ist sehr gut. Sehr, sehr nice. So, ablegen. Fahren wir einmal zu der mysteriösen Figur runter. Zu der mysteriösen Gestalt. Die Musik auch passt ganz gut dazu. Sehr gut. Sehr mysteriös. Das hier sind rote Schnapper, naja. Okay, die kennen wir ja auch schon ausgiebig. So, wo war das jetzt? Das war... Hier war das. Erhalte den Geist. Sie zeigt dir ein weiteres Dokument. Bitteschön, die Gestalt wendet das Tier auf den Rücken, um den weichen Bauch freizulegen. Dann reißt sie ihm die Innereien mit den scharfen Nägeln heraus und verschlingt sie. Verzehren den Himmel. Die Gestalt entrollt das letzte Papier. Darauf ist ein Gespensterfisch abgebildet. Okay, den kennen wir, glaube ich, noch gar nicht. Ich glaube nicht, ne. Den kennen wir noch nicht. Da war die andere Insel, da war aber, glaube ich, nichts. Gespensterfisch, den kann man doch bestimmt nur nachts angeln. Oh, was haben wir denn hier? Einen besonderen Schnapper, I guess. Kennen wir ja auch schon, aber ja, gab gar nichts irgendwie. Achso, ich glaube, weil es jetzt dunkel wurde. Wir waren zu spät. Was haben wir denn hier?
Das müsste Thunfisch sein. Jo. Mal einmal vielleicht noch irgendwie einen Fisch kriegen, der in der Dunkelheit ist. Das wäre sehr, sehr gut. Aha, was haben wir hier? Kennen wir auch schon die Tapu. Ich glaube, wir sollten hier nicht allzu lange drin stehen bleiben. Was haben wir da noch? Kennen wir auch schon. Mal irgendwas finden, was wir noch nicht haben vielleicht. Hier haben wir noch ein paar Bretter. Holzplanken nehmen wir mit. Kann man immer zum Ausbauen gebrauchen. Sehr schön. Aber hier noch Rumpf eines alten Kampfflugzeugs. Versuche in den Rumpf zu gelangen. Oh, was haben wir hier schön? Das ist ein Doc-Tag. Eine kaputte Brille und noch ein Stiefel. Nice. Und ein bisschen Stoff können wir auch noch mitnehmen. Zumindest ein. Stoff, wir brauchen Stoff, Stoff. Was geht denn da? Stoff, Stoff, wir brauchen Stoff. Dann können wir die eigentlich auch zurückwerfen. Stoff, Stoff, wir brauchen Stoff. Was geht denn da? Natürlich, natürlich, sicher, Digga. Natürlich, natürlich, alles klar, wir brauchen Stoff. So. Ja, dann sind wir aber auch schon wieder ziemlich voll jetzt. Da kommt wieder er, habe ich jetzt keine Zeit für. Junge, ey, es ist aber auch so ätzend. Weil ja auch alles so verwinkelt ist. Du weißt gar nicht, wo kannst du langfahren, wo nicht. Also klar, man kann sich so ein bisschen orientieren anhand der Karte, aber es ist gar nicht so einfach. Ein paar Krabben. Oh, Fallschwanzkrebs in Gelb. Nice. Was hat der andere noch? Der andere noch was? Na, gib mir den anderen. Ich wusste, es war nicht so schlau, die direkt nebeneinander zu machen. Ah ja, der hat auch noch einen. Ja gut, so viel geben die glaube ich nicht, aber nehmen wir einfach mal mit. So, einmal wieder verkaufen. Wow, what? Wo kam der denn auf einmal her? Holy. Kam ja einfach aus dem Nichts, ey. So, alles reparieren. Das ins Lager. Das auch. Das auch. So. Und einmal Fische verkaufen. Haben wir jetzt eigentlich repariert? Hatten wir schon, ne? Ja. Haben keinen Schaden, sehr gut. So, dann guckt man noch mal in die Quest jetzt rein. Was muss man noch machen? Fangzahnfisch. Sturmklippen. Gespensterfisch. Wissen wir auch nicht genau, wo der ist. Schlangenmakrele. Ja, ist alles nicht so einfach, die zu finden. Schlangenmakrele. Halskette im Windstrang. Ja gut, aber wie es weitergeht, das sehen wir dann in der nächsten Aufnahme. Bis dahin, viel Spaß und ciao, ciao.